Metallurgen. Wir können mehr Metallurgen haben. Dann müssen wir aber auch mal 3 rüberziehen. 3. Gallia auch. Hier auch. Sizilia, zeigt uns eure Waren. Etagenbetten. Ach, fuck off. Sizilia. Das sieht doch schon wesentlich besser aus. Wir können aber noch ein paar verschieben. So, das wären nur 3, aber es ist okay. So, auf hier kam ein Handelsdistrikt rein. Construction complete. Du warst bei 48%. Du baust noch. Das hier braucht noch 2 Jahre. Stadtdistrikte, eine zusätzliche Wohnung. Ja, hilft, aber ist jetzt nicht mega. Wir hatten doch auch irgendwo den Blocker entfernt. Wo war das? Das war Faunus, ne? Genau. Dann können hier nämlich noch ein paar Bergbaudistrikte hin. Wie sieht's hier aus? Construction complete. Construction complete. So, passt auf. Ist. Genau, wenn wir die Emitter haben, müssen wir nämlich unsere Schlachtschiffe alle nochmal umrüsten. Deshalb warte ich gerade. Du darfst das hier. So ist Ziel eines Kriegsgrundes. Tribut verlangen, Vasalisierung verlangen. Das Ding ist, dass Ansprüche halt so teuer sind. So, der Rest hier ist einfach. Da können wir bald die 2. Stufe in Auftrag geben. Technology secured. Construction complete. Welches System haben Sie jetzt beansprucht? Amazon auf. Ja, viel Spaß. Technology secured. Ebenbürtig. Ja, weil die Amazonen hier gerade von den Ägyptern bearbeitet werden. Ich meine, sind die nicht in einer... Ach nee, okay, die sind nicht in einer Föderation. Rumpfstärke, Erkenntnis über das enigmatische Tor, warum nicht? Obwohl, wir haben eh kein L-Tor in unserem Gebiet. Wir müssen eins davon mal echt sichern. ...82%, Technologie... Das haben wir jetzt. Receiving communications. Wer möchte einen Verteidigungspakt? Dunkles Volk. Nein. Ich kann da drüben gar keine Macht projizieren. Was soll das?
So, der Grund, warum ich unbedingt diese Waffe haben wollte, das liegt daran, dass die richtig OP ist. Die ignoriert Schilde und die ignoriert Panzerung. Das Einzige, was dagegen halt wirklich hilft, sind diese kristallinen Platten. Die benutzt die KI so viel, ich weiß überhaupt nicht. Selbst wenn sie sie hat, also ist das gegen die KI total OP. So, ihr werdet verbessert und ihr lasst euch verbessern. Moment, stopp. Was? Warum kostet das Omega viel? 1800. Aber warum war das dann hier vorhin auf 0? Hä? Muss ich das gerade verstehen? Korrigiert mich, wenn ich mich irre. Aber 6000 minus 1800 ergibt nicht 200. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber so ist es nicht. Du bist fast fertig. Das hier können wir auch fertig machen. Dann haben wir auch genug Sternentore für den Moment. Zumindest wenn ihr mich fragt. Hier könnte höchstens noch eins hin. Ja, komm. Das hier ist auch eine Grenze. ...30.000. Mal gucken, wie es gleich aussieht. 31.7. Forschungsnexus. So, stopp. Die können sich jetzt... Die sind fertig. Die sind jetzt schon bei 32.000. Wie viel brauchen wir für den... 15.000! Oh, ja. Dann machen wir das zuerst. ...40 Tage. Ich bin mal gespannt, ob jetzt eine Kriegserklärung kommt. So, die zwei Systeme müssen mir am Ende gehören. Aber die muss ich nicht unbedingt beanspruchen. Das ist total ungünstig im Moment. Autokanone. Hier vorne ist auch irgendwie nichts wirklich groß interessant. Auf welches System? Es wäre sehr cool, wenn ich drauf drücke und es würde auch tatsächlich mir das System zeigen. Moment, was? Ach ja, weil es relativ nah an dem Wurmloch ist. Ja, netter Versuch. Ebenbürtig. Aber das Tolle ist, ich sehe alles, was ihr tut. Sie haben ihre Grenzen geschlossen. Ja, das interessiert mich mal so überhaupt nicht. Ich überlege gerade ernsthaft, wie ich das Gebiet hier verteilen soll. Ich habe ja ehrlich gesagt, ich möchte kein Volk integrieren. Weil ich das ehrlich gesagt ein bisschen langweilig finde. So, das System muss ich behalten, damit ich hier eine vorgeschobene Angriffsbasis habe. Das System wäre gut für einen Materie-Dekompressor, wäre aber auch gleichzeitig halt sehr angreifbar.
Also da wäre vielleicht tatsächlich das hier oder das hier besser geeignet. Auch wenn es hier dunkle Materie gibt. Die beiden Systeme muss ich übernehmen. Aber wenn ich eine Enklave bei mir drin haben will, dann habe ich eigentlich gar keine andere Wahl. Dann habe ich schon wieder Border Gore. Das möchte ich eigentlich nicht. Des einen Müll. Ja, dann spür das mal auf. Leute, ich stelle mich auch ein bisschen doof an, ne? Ich kann es mir auch eigentlich einfacher machen. Ich übernehme einfach das hier. Und hoffe, dass es damit ausreicht. Dann kann ich... Dann endet irgendwann halt... Ne, dann existiert dieser Staat nicht mehr. Dann fällt alles wieder in neutrales Gebiet. Und dann kann ich das übernehmen, wie es mir passt. Und auch verteilen, wie es mir passt. Und auch Sternentore und sowas platzieren. Weil... Ich kann leider nicht im Gebiet von Staaten, die mir dienen sollen, leider keine Sternentore bauen. Was, finde ich, absolut lächerlich ist. Ich brauche immer noch mehr Legierungen. 23. Wenn ich die rausnehme... Vessels upgraded. Dann geht hier richtig was verloren. Kann ich das irgendwo ausgleichen? Moment, nicht wirklich. Unterhalt Gebäude und Unterhalt Dings. Ja, komm. Wir erklären Eroberung. Dann wären sie hier automatisch Teil. Das eigentliche Problem sind halt wirklich die Ägypter. Und ja, gut. Absolut erdrückend, was wir hier haben. Was haben wir hier im Moment an... Die haben ganz ordentliche Produktion eigentlich. Wenn wir das unseren Vasallen schon mal übergeben könnten, wäre das praktisch. Special Project complete. Nanitentransmutation. Marias hat Troja den Krieg erklärt, okay. So, das hier kann problemlos von der zweiten Legion erledigt werden. So, die haben einfach... Das ist total erbärmlich, was die haben. So, zum Lazarus-System. Ja. Viel Spaß. Das wird gut. Holt euch schon mal euren Klappstuhl raus, das wird nämlich jetzt lustig. Die Ägypter erheben Ansprüche. Ja. Ihr werdet feststellen, dass das keine gute Idee war, Jungs. So, im Polaris-System haben wir mit dem Bau eines Sternentores begonnen. Das machen wir mal fertig. Das ist die Föderationsflotte. Und da kommt sie raus. Tactical Retreat. Und jetzt seht zu und ste... Und sie sind schon wieder weg. Mit Strikeforce Werewolf. Welche ist denn das? Die möchte sich mit irgendeiner anderen Flotte verbinden. Mit der hier. So, ihr schwingt eure Ärsche darüber.
Bleib lieber bei der Station. Weil die sich jetzt verbinden. Oder auch... Ach so. Nee, die verbinden sich nicht. Das hier ist eine andere. Wo will der lang? Der will hier hin. Entweder er fliegt hier durch oder er fliegt hier durch. Wenn sie hier durchfliegen, haben sie verloren. Och, euer Ernst? Ja, das ist auch eine Möglichkeit, seine Flotte in den Fleischwolf zu werfen. Aber auf einmal sind die plötzlich doppelt so stark. Wenn die jetzt den Horror besiegen, ne? Ich meine, mir ist das recht, aber da muss ich es nicht machen. Aber da muss ich auch unbedingt nochmal Schritte einleiten. Was haben wir hier? Chemowonne, Dauererlasse. Ja. Okay, merken. Wenn die KI meint, sie kann sich mit einem Leviathan anlegen, zumindest bei Glavias KI, ist das dann auch wirklich so. Ungewöhnliche Messwerte, okay. So, das müsstet ihr mal eben sichern. Ich hätte den Anspruch vorher stellen sollen. Das System brauche ich. Das muss unsere neue Grenze werden, damit das alles uns gehört. So, was machst du jetzt? Attacking enemy vessels. So, das hier ist nicht einmal fair. Die Prikikiti wurden ausgelöscht. Warum übernehmt ihr... Ach so, ich wollte schon sagen, ich dachte, die übernehmen jetzt verbündete Gebiet, aber das passt gar nicht. Rumpfstärke Schlachtschiffe. Forschungsstation, Trefferpunkte, Schilde. Schilde benutzen wir nicht. Dann müssen wir das nehmen. So, wie sieht's aus? Die können springen. Also bei denen macht das keinen großen Unterschied. Armeen. 128, 233, 116. Okay. Dann fliegt ihr hier rüber und verstärkt dort. Status quo ist ja eigentlich das Einzige, was ich brauche, weil dann halt dieses Reich komplett endet. Station under attack. Station under attack. Wo? Wo denn? So, das Sterntor ist auch bereit. Ich wüsste jetzt mal gerne, welche Station hier angegriffen wird. Hier ist kein General mehr. Lebensdauer, Unterhalt, Moral. Planetary invasion commenced. Wer stellt hier die ganze Zeit Ansprüche? Die Amazonen. Weltraumschlacht, Weltraumschlacht, Schlacht auf Proklass. Das interessiert die irgendwie überhaupt nicht. Wir haben dadurch mehr Kriegsmüdigkeit bekommen als sie, obwohl wir gewonnen haben.
spaceport under attack. Ground invasion force has seized a planet. Wo ist denn hier ein... Hä? Ich weiß nicht, was das für Nachrichten sind hier. Aber mal ganz kurz, Flottenhaltung. Wo war das, dass die vorausfliegen? Verbündete Flotten sollen folgen. Ja. Alles klar. Nicht, dass die groß eine Flotte hätten, aber nur für den Fall. So, pass auf, dann kann die erste Legion, wobei ich hätte lieber eine gute Überlegenheit. Fliegen einmal durch. So, mal kurz beobachten, was die hier tun. Ground invasion force has seized a planet. Ich habe doch beiden gesagt, dass sie hier rüberfliegen sollen. Der macht nichts, der macht nichts. Bin mal gespannt, wie lange das so bleibt. Wir können die hier gleich ausbauen. Ach, warum fliegt er jetzt schon wieder alleine da rein? Ja, toll. Wir müssen warten, bis die im Gefecht sind. Zumindest stellt sich unsere erste Legion wesentlich schlauer an. Passt auf, ihr fliegt dahin. Die müssen im Kampf sein. Da muss meine Flotte dazukommen. Tactical Retreat. Ja, 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 ja. So, lass die Station oder so. So, jetzt haben wir sie dazwischen. Und so überlistet man die KI. Einmal den bitte ausbauen. Die zweite Legion hat extreme Verluste hingenommen. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Aber die kann vielleicht einfach die Station hier übernehmen. Status quo aushandeln. Terpe Solaria Proclas, was? Wo? Verpasse ich hier irgendwas? Ach so. Ja, ich verstehe. Weil das die Planeten sind. So, theoretisch kann ich es aber jetzt auch schon mit einem Status Quo beenden, aber... Hier ist eine Kolonie. Es sind sogar zwei. Mit nicht wenig an Armeen. Das heißt, ich hätte gerne mal ein paar Armeen dazu. Da müssen wir noch einen Vorstoß wagen, um das hier zu übernehmen. Sind unterlegen. Alles klar. Also das kann die Flotte sogar alleine. Warum repariert ihr hier nicht?
in Orbit einfliegen, bitte. Hier ist auch eine Werft. Ihr könnt euch hier reparieren. Das ist überhaupt kein Problem. Manchmal sind sie so komisch wählerisch. Und sobald die Reparaturen abgeschlossen sind, Flottenhaltung auf Passiv. Komm, fangt sie am besten ab, damit der hier nicht beschossen wird, weil die Trümmer hätte ich gerne. Der meint jetzt unbedingt dahin fliegen zu wollen. Technology secured. Spaceport under attack. Attacking enemy assets. So, einmal bitte springen. Ach, das Signal ist weg, ne? Ah, zumindest kannst du das System erkunden. Und dann marschieren wir hier durch. Das System hat einfach 20 Mineralien. 16. Ernsthaft? Der rechnet schon ein, dass die KI ihre Boni bekommt? Ich meine, das ist gut zu wissen. Ich dachte, das wäre nur der Grundwert. Okay, und wo ist jetzt meine... Da habe ich Armeen, da habe ich Armeen. Einmal alle Transportflotten bitte und dann einmal verschmelzen. Dann einmal hier rüber. ...36 Handelswert. So, was wird denn hier alles produziert? Das sind beides Planeten. Urbane Wert? Versuchen die hier in Ecumenopolis draus zu machen? Nee, die haben, aber... Wir haben ein Sternturm im Polarsystem. Ich frage mich hier gerade, warum ich das nicht sehen kann. Muss ich dafür den Planeten extra nochmal anfliegen? Moment, Moment. Stopp, 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 stopp. Wir machen uns das gerade viel zu schwer. Ihr könnt den Planeten hier schon mal erobern. In der Zwischenzeit kann der andere Planet bombardiert werden. Wo wir schon dabei sind. Das kostet viel zu viel. Aber das System hätte ich noch gerne. Weil das hat viele Rohstoffe. Netzüberlastung, Informationscontainer können wir uns alles nicht leisten. Wir können Wachstumsgeschwindigkeit reinhauen und Recycling-Kampagne. Zwei dunkle Materie. Da würde ich sagen, bauen wir auch hier den dunkle Materie-Dekompressor. Wobei ich... Es gibt so viele Entscheidungen gerade. Das überfordert mich mal ein bisschen. Technology secured.
So theoretisch müsste das klappen. Ob das praktisch klappt, weiß ich nicht. Mineralien von Jobs. Planetary invasion commenced. Einmal das. Hier kann auch noch ein Bollwerk hin. Hier haben wir 4. Construction complete. 23, ach ja, das war die hier. Wir brauchen noch unbedingt Dienstleistungen. Komm, dann mach einmal das Solo-Theater.